So, hi Leute, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute mit der lieben Lara hier. Hi. In der Nähe der Universität Bielefeld, natürlich auf einem Parkdeck, meine Lieblingslocation Nummer 1, wenn es um Fotolocations geht. Und heute habe ich euch was Tolles mitgebracht, sage ich mal. Wir fotografieren nicht nur an drei verschiedenen Locations, nicht nur mit drei verschiedenen Outfits, sondern mit drei verschiedenen Kameras und Brennweiten. Ich habe meine altgeliebte 5D Mark II rausgekramt mit dem 85mm 1.8. Und weil der Hintergrund jetzt nicht so mega krass spannend ist, dachte ich mir, hey, das ist die gute, perfekte Location für einen 85mm, eher so Porträt. Ich liebe die Brennweite, ich liebe die Kamera, ich vermisse sie. Und deswegen dachte ich mir, hey, machst du heute so ein Video mit der. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß, einfach auch Inspiration zu sehen, wie wirkt 85mm, worauf muss man achten. Der Ton geht immer so ein bisschen hier mit, dass ihr seht, wie ich auch mit Lara ein bisschen kommuniziere. Und wünsche euch ganz viel Spaß, dann halt hoffentlich auch nach dem Ende des Videos selber in Handlung zu kommen und Fotos einfach draußen zu machen, es nicht so kompliziert zu machen. Wir haben hier nichts anderes. Ich habe keinen Reflektor. Ich habe Manu, meinen Kameramann. Vielen Dank dafür. Ich habe nichts anderes. Wir haben nur das schöne, bewölkte Licht hier. So, auch wenn wir Sonne hätten, hätten wir uns einen Schatten gesucht. Ja, egal was. Aber mehr haben wir nicht. Alles cool. Wir mal legen los. Viel Spaß euch und Lara dir auch viel Spaß. Ich muss erstmal hier voll ungewohnt. Ich muss gucken, welche Einstellung wähle ich. Weil es ist eine Spiegelreflexkamera. Das bedeutet, ich sehe nicht sofort das fertige Bild. Ich muss erstmal ein paar Bilder machen. Wir sind jetzt hier gerade ISO 100, Blende 1.8 und eine Verschlusszeit von 2000stel, obwohl ich es gar nicht so krass hell finde. Und damit bin ich erstmal happy. Weißabgleich ist auf Automatik. Damit machen wir jetzt einfach Bilder. Okay. So, wenn du willst, kannst du ein bisschen weiter vorkommen. Genau, du kannst dich bewegen so. Ganz kurz, Lara, du machst das super. Warte. Wenn sich die Leute immer wundern, warum ich immer so hier rumzucke. Ich nehme immer den mittleren Fokuspunkt hier bei der Kamera, weil ich glaube und ich finde, der mittlere ist der schärfste. Ich fokussiere auf die Augen, dann wähle ich meinen Bildausschnitt und dann drücke ich durch. Mir geht's gut, also nur damit ihr Bescheid wisst. Blick zu mir. Ja. Wow. Genau. Lass den Blick ruhig mehr bei mir. Ja. So. Relativ nah dran. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter weg. Wir können auch mal hier nach da gehen, dann haben wir nicht direkt diesen Ausgang, sondern viel mehr Tiefe im Bild. Genau, wenn du willst, kannst du mal mit mir mitkommen. Ja, sehr cool. Ey, mach mal langsam, Alter. Aber klar. Ja, okay. Warte, dann lieber krabbeln. Nee, aber komm mal hier hin. Ich fand den Hintergrund nicht so schön. Und geh ruhig ein bisschen langsamer, wenn es geht. Warte. Ich muss erstmal den Bildausschnitt wählen. Warte. Mit dem ich happy bin. Ja. Und bitte. Sehr cool. Stehen bleiben. Das funktioniert ja super. Ja, sehr schön. Willst du einmal so mit dem Rollkragenpulli vielleicht so ein bisschen. Ja, super. Warte. Ja, sehr schön. Wir können mal versuchen, ich weiß nicht, ob du das machst, so ja. Mit den Haaren, dass da so ein Schwung reinkommt. Das mag ich immer voll gerne, wenn irgendwie so genau so eine Seite hat so Schwung und dann fallen sogar ein paar Haare über die Augen, finde ich auch überhaupt manchmal gar nicht schlimm, aber das sieht cool aus, ja. Genau, ansonsten lass es auch ruhig gleich, ne? Genau, genau, super. Da muss ich schnell sein jetzt. Super. Genau, schau ruhig mehr zu mir. Ich verstehe, was du machst so. Ja. Ich finde immer deinen Blick so schön. Ich finde deinen Blick einfach so schön, deine Augen schön. Ich habe immer das Gefühl, dass ich im Profil viel stärker bin als Ach so. Frontal. Deswegen, kann ich jetzt nicht so beurteilen, aber ich mag es, wenn du in die Kamera. Also okay. Kleiner Hack an der Stelle, ja, habe ich ja bei den Fotobattles ganz oft gelernt, wenn immer zwei Bilder da waren und das Bild, wo das Model in die Kamera geschaut hat, ganz oft gewonnen, weil man einfach sofort so den Blickkontakt hat. So. Das andere wirkt so. Ja, guck ruhig das Bild. Ist auch voll schön, also ist eine andere Art so, aber Augen. Okay, gut. Voll schön. Guck mal, ich zeig dir mal einfach ein paar.
Wiederkunft. Oh wow, okay. Ja? Okay. Ja. Das ist das Wort, was ich hören wollte. Wir sind noch nicht ganz fertig. Ich würde einmal gerne dich, ich glaube, hinsetzen, damit ich von oben auf dich drauf fotografieren kann, weil dann immer die Augen so schön zur Geltung kommen. Ja. Oder lass uns mal ganz kurz hier was ausprobieren, wenn du dich hier so hinstellst. Das finde ich cool. Versuch in der Mitte zu bleiben, dann habe ich ein schönes Framing. Ja, genau. Komm mal ruhig näher zu mir. Genau, durch den Mund atmen, dann hat man immer so leicht die Lippen auf. Warte mal, wir müssen zur Tür, weil deine Augen haben auch eine grüne Farbe, so ein bisschen, oder? Ja. Mach ruhig die Augen zu, wenn du. Nochmal die Haare vielleicht so mit einem Schwung. Ich glaube, die andere Seite fand ich besser, wenn ich das so sagen darf. Ja, klar. Ja, auch cool mit dem Ring, sehr schön. Sagen, wir sind an der Location erstmal fertig so mit, der 5D Mark II 85mm 1.8. Deswegen gehen wir jetzt über zur zweiten Location mit einem anderen Outfit und dann entweder mit der Sony oder mit der Leica Q. Bis gleich zur nächsten Location. So, an dieser Stelle ganz kurz Werbung für mein erstes Buch, was im Rheinwerk Verlag erschienen ist. Porträts on Location, überall und jederzeit tolle Fotos machen. Es ist kein Buch, wie man fotografiert, es ist ein Buch, wie ich fotografiere. Mit über 20 Workshops, mit den Basics. Ein Blick ins Buch findet ihr bei Amazon. Wenn euch das interessiert, schaut gerne in die Shownotes vorbei. Ich freue mich über euer Feedback, ich freue mich über euren Support und wünsche euch weiterhin jetzt viel Spaß mit dem Video. So Leute, Location Nummer 2, Outfit Nummer 2, gar nicht so weit. Manu, schwenk mal darüber. Da ist das Parkhaus im Hintergrund. Da waren wir gerade, sind zu Fuß hier rüber gegangen. Heute jetzt mit der Leica Q unterwegs von Foto Görlitz, dein Leica-Spezialist. Vielen Dank nochmal fürs Ausleihen dieser coolen Kamera. Leica Q 28mm fest verbaut hier. Ich werde auf einer Blende von 1.7 fotografieren. Wir haben eine ISO von 100. Wir haben eine Verschlusszeit von Tausendstel und werden jetzt einfach nur hier. Wir haben schon so ein bisschen getestet, sieht mega cool aus. Einfach hier ganz entspannt Fotos machen. Ich hatte so ein bisschen Angst vor dem Grün, vor dem Moos so, aber das Grün kann man auch ein bisschen runterziehen. War jetzt gar nicht so prägnant auf den Bildern. Ansonsten passen die Farben hier zum Outfit einfach super gut. So, ich habe Bock, wir legen los. Ich hoffe, du hast auch Bock. Auf jeden Fall. Genau, let's go. Gefällt mir. Das Schöne, wenn Models sitzen, ihr könnt halt von oben nach unten fotografieren, eine ganz neue Perspektive. Ne? Von unten nach oben, ja, mögen nicht so viele weibliche Models, ne? Aber von oben nach unten ist immer gut, weil auch dann, wenn du nach oben guckst, schön das Licht in deine Augen fällt. Genau. Sehr cool. Hier, Lara, lass einmal aufstehen. Ich gehe mal ein bisschen weiter nach hinten. Sehr cool. Auch mal die Hände vielleicht so zu meiner Linse, weißt du, als ob du so, ja. Okay. Ja, dauert hier ein bisschen mit der Leica. Wir sind noch nicht fertig, ja. Finde ich auch. Ich würde mich von diesem Baumstumpf ein bisschen entfernen. Eher so nach da. Aber nee, lass uns weg von Bäumen gehen, weil Bäume so massiv sind. Bäume ziehen einfach unglaublich den Fokus, weil die einfach so massiv sind. Genau, stell dich lieber mittig rein so. Und ich schaue, dass ich jetzt nach da fotografiere, wo nicht sofort so ein Baum im Rücken ist. Deswegen drehe ich lieber gerne zu mir so ein bisschen mehr. Wir müssen hier echt ein bisschen aufpassen. Überall Dorn. Aber noch geht's. So, ich will keine Bäume gerade. So, der ist mir auch schon viel dazu nah, deswegen komme ich näher. Autsch, a, u, a, i, a. A, u, a. So. Sehr cool. Ganz kurzer Hinweis an die Zuschauer. Du hast jetzt, ich weiß, du hast mir angeboten, ich glaube, eine schwarze Hose anzuziehen. Ja.
Sie hat jetzt, ich habe gesagt, ach, lass grau an. Ich merke aber, wenn ich oben bleibe, sind das eine Farbe weniger, hast du recht gehabt, ne? Ja. So, deswegen bin ich eher so oben. Ansonsten eine schwarze Hose wären noch weniger Farben, wir hätten nur braun, schwarz, wären noch passender. Aber ist überhaupt nicht schlimm. Ich kann ja, hätte sie dabei. Ich kann nee, nee, alles gut. Ich kann ja ein bisschen kontrollieren. Und ein schönes Learning für die Zuschauer. Wir können mal versuchen, dass du die Jacke an- und ausziehst. Finde ich auch mal ganz cool, ne? So in Bewegung. Oh, das finde ich auch gerade ziemlich cool, wie deine Strähne da durch die... Mega. Ah, die Leica ist nicht so schnell wie meine Sony A7 III. Ich bin da echt... Aber wir steigern uns. 105 D Mark... Ne, die 5 D Mark II war schneller. Super. Ja. Okay, nochmal straight die Arme fallen lassen. Mantel ruhig so ein bisschen auf. Ja. Sehr cool. Stell dich mal straight zu mir. Stell dich mal genau. Und ich mache Fotos mit. Sehr cool. Wenn du willst, kannst du so ein bisschen dich so langsam hin zu mir schleichen, dass du so ein bisschen näher kommst. Ja, sehr cool. Auch mal gleich so, wirklich so, gleich hier vielleicht in die Hocke zu mir so, ne? Oh, ich kann mich anbilden. Ja, cool, warte, Hochformat. So, ich würde sagen, vielen Dank Leica Q, vielen Dank Foto Girls für diese Leica Q. Danke Lara für diese Location, wir sind noch nicht fertig. Jetzt geht es ab zur dritten und letzten Location. Anderes Outfit, andere Location, Sony A7 III mit meinem Lieblings 35mm 1.4 von Sigma Art. So, und ich würde sagen, bis gleich. Bye. So Leute, FH Bielefeld, das neue Gelände, der neue Campus. Okay, so neu ist er auch wieder, ich glaube 3 Jahre alt oder so. Neue Location. Ihr merkt schon so ein bisschen an unseren 4 Augen, dass die Sonne ein bisschen mehr rauskommt. Wir haben eine coole Location, cooles Outfit, grau. Und wir haben kurz überlegt, ah, grau mit braun da so ein bisschen die Wand, gar nicht schlimm. Deine Haare sind Kupfer, passt perfekt. Und genau hier machen wir Bilder, wir haben eine schöne Tiefe, wir haben Säulen. Was will man mehr? Fotografieren tue ich mit der Sony A7 III Sigma 35mm. Einstellung, ich bin sehr wahrscheinlich auf einer Blende von 1.4 die ganze Zeit unterwegs, ISO 100 bei den Lichtverhältnissen und die Verschlusszeit wird angepasst und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit diesen coolen Bildern, die auch hier entstehen. Let's go! Okay, ich würde direkt hier so ein bisschen starten und hier kannst du dich viel mehr dynamisch bewegen, weil der Augenautofokus, der Sony A7 III, wird mit jeder Bewegung fertig. Das ist meine Art zu fotografieren, weil ich mich dann wie so ein Tänzer wieder fühle. Ja, das mit der Gürtelschnalle finde ich auch cool, dann hat man so ein bisschen Glanzpunkt, voll gut. Cool, lass uns mal mehr so mit den Säulen. Weil wenn wir das hier schon haben, nutzen wir das auch aus. Ist ein bisschen heller hier. Nee, passt. Genau, trau dich öfter zu mir zu schauen. Ja, super. Komm mal weiter zu mir. Ja, sehr cool. Das können wir ein paar Mal machen. Geh wieder zurück so ein bisschen. Sehr cool. Nochmal mit mir. Perfekt. Sehr cool. Okay, super. Das kannst du ganz da machen, ne? So rumlaufen. Perfekt. Wie beim Tanzen, ich vertraue dir einfach, dass ich nicht irgendwo gegenlaufe und du mir schon irgendwie Bescheid gibst.
schöne Tiefe mit den Linien und so fotografieren wir da jetzt auch einfach. Auch mal schön dieses Straighte, das liebe ich total. So auch mal ohne Tiefe. Genau, komm mal schön mittig so auf mich zugelaufen in diesem Gang hier, sag ich mal. Genau, warte, ich würde gar nicht so weit weggehen. Genau, komm mal jetzt mit mir. Ja, perfekt. Oh, sieht doch ganz cool aus. Manu, geht's? Oder laufe ich dir? Nee, okay, super. Ja, Lara ist immer mega dynamisch hier unterwegs. Bleib mal locker jetzt hier. Stopp, komm mal zurück. Machen wir nochmal. Okay, und zu mir nochmal. Ja. Okay, danke. Kannst hier bleiben. So, klappt Display. Okay, das sieht gut aus. So. Okay, bist du ready? Ja. Okay, let's go. Okay, stopp. Ja, danke schön, danke schön. Ich kann auch so einen Kaffee trinken und so nebenbei und so Fotos machen. Sehr cool. Okay? Okay, Leute, das war's. Location Nummer 3, letztes Outfit hier mit der Sony A7 III. Wir hoffen beide, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr einfach wieder ein bisschen Inspiration bekommen habt, wie einfach es tatsächlich sein kann. Wie gesagt, wir hatten keine Reflektor, wir hatten keinen Assistenten, wir hatten keinen Blitz, wir hatten ganz vieles nicht. Wir hatten zum Glück auch keine Sonne, so richtig starke Sonne, sodass wir relativ flexibel waren, was die Location betrifft, weil wir nicht gucken mussten, wo ist Schatten, wo kommt die Sonne durch, von wo kommt sie, konnten uns da frei austoben. Jetzt seid ihr dran, geht gern nach draußen, schaut welches Objektiv, entscheidet euch für weniger Objektive. Festbrennweiten ist einfach, bevorzuge ich sehr, weil es einfach sehr offenblendig möglich ist, Fotos zu machen, wo einfach der Fokus nochmal auf dem Model liegt. Landschaftsfotografie würde ich andere Objektive empfehlen, aber hier ist kein Landschaftsfotograf-Kanal oder Fotografie-Kanal. Also, du bist dran, geh nach draußen, mach Fotos und vergiss niemals, warum du eigentlich angefangen hast zu fotografieren. Bleib gesund, mach's gut. Ciao, ciao.